Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von Asterix und Obelix. Steingewordenen Soldaten. Dolmen und Menhiren. Mathematik in Stein. Einen Tisch für Riesen. Kilometerlangen Steinalleen. Im klassischen Land der Menhire, oder sollte man sagen, im Lande von Asterix und Obelix, da schlägt die Logik Purzelbäume. Eigentlich stimmt nichts hier, gar nichts, was man bislang gedacht hat. Ursprünglich glaubte man, das ist Legende, im dritten nachchristlichen Jahrhundert sei der heilige Cornelius von römischen Soldaten verfolgt worden. Er bat zum Herrn, und siehe da, ein Wunder geschah. Der liebe Gott verwandelte die römischen Soldaten in diese Menhire. Und so stehen sie jetzt versteinert für alle Ewigkeiten. Später, etwas rationalistischer, vermutete man, das Ganze sei ein riesiger Friedhof. Aber oh weia, man fand keine Toten, man fand keine Gräber unter den Steinen. Was alles konnte es sein? Man dachte in neuerer Zeit sogar an eine Art von Sender. Denn man weiß, dass diese Menhir-Kolonnen, das Material, aus Quarzgestein besteht. Und wie wir alle von den Quarzuhren wissen, Quarz schwingt in einer ganz bestimmten und stets gleichen Wellenlänge. Doch erst jetzt, nachdem man das Land vermessen hat, nachdem man Computer eingesetzt hat, nachdem man die ganzen Menhir-Kolonnen von der Luft aus fotografiert hat, tat sich eine neue Lösung auf. Und die steckt in der Mathematik und in der exakten Geometrie. Romlechs, Dolmen und Menhir-Kolonnen sind nämlich nach vorher durchdachten Plänen in die Landschaft gepflanzt worden. Da ist, und die Computeranimation beweist es, nichts dem Zufall überlassen worden. Verlängert man die trapezförmigen Seitenwände vom Dolmen Manio 1, so treffen sie sich in 107 Metern, und zwar in einem Winkel von 27 Grad. Die Grundlinie desselben Dolmens kann man wiederum zum nächsten Menhir verlängern und enthält über die Schnittpunkte eines Kreises und eines Romlechs ein rechtwinkliges Dreieck mit den Seitenverhältnissen 5 zu 12 zu 13. Dies entspricht übrigens dem pythagoreischen Dreieck von a² plus b² gleich c². Der Brocken hinter mir ist in vier Teile auseinandergefallen. Es ist Le Grand Menhir Brisé, der große, zerbrochene Menhir. Das Wort Menhir übrigens kommt aus dem Keltischen, heißt aufrecht stehender Stein. Nun, dieser Menhir ist etwas ganz Besonderes. Er stammt nämlich von der Côte Sauvage. Die liegt 20 Kilometer von hier entfernt. Und der Brocken wog einst 350 Tonnen. Ist nicht von schlechten Eltern. Heute wird argumentiert, über diesen Menhir seien einst acht Linien gelaufen. Die eine beginnt drüben bei Trevas, das liegt 14 Kilometer entfernt, läuft der Küste entlang, punktgenau über den Menhir, quer über den Golf von Morbihan hinüber nach Quiberon. Ist eine Strecke von über 28 Kilometer. Nun sagt man ja schön, als der Menhir mal stand, als er 21 Meter hoch gewesen sei, da habe man von der Spitze des Menhirs alle anderen Punkte einsehen können. Stimmt.
und ergibt keinen Sinn. Denn zuerst musste dieser Angelpunkt festgelegt werden. Deshalb wurden die 350 Tonnen aus 20 Kilometern Distanz hierher geschleppt. Und erst nachdem der Menhir aufgerichtet war, waren die anderen Punkte im hügeligen Gelände einsehbar. Unbestritten ist hier eine geometrische Meisterleistung vollbracht worden. Und auch wie der Transport über die Distanz von 20 Kilometern bewerkstelligt wurde, können wir nur rätseln und lächeln. Etwas müde lächeln wir auch über diesen Steinhaufen hier. Er trägt die Bezeichnung Table des Marchands, heißt auf Deutsch so viel wie Tisch der Riesen. In die Deckenplatte sind Gravuren eingeritzt worden. Man erkennt so etwas wie Äxte. Alleine diese Platte wiegt satte 50 Tonnen. Die Bezeichnung Table des Marchands, Tisch der Riesen, ist unsinnig. Man weiß zwar nichts damit anzufangen, ist aber immer sehr rasch mit einem verbindlichen Namen zur Hand. Auch diese Gravuren hier ergeben bislang keinen Sinn. Es sei denn, man vergleiche sie mit ähnlichen Gravuren auf ähnlichen Dolmen rings um den Globus. Ich finde es ohnehin schade, dass man den Riesendolmen restauriert hat. Er büßte seine Originalität ein. Früher waren die Größenordnungen der Platten erkennbar. Heute ist daraus ein Steinhaufen geworden. Die Errichtung von Dolmen ist etwas Globales. Dolmen gab's überall. Man findet sie in Südafrika, in Indien. Europa ist übersät mit Dolmen. Ursprünglich war der Dolmen so etwas wie ein Schutzraum für Verstorbene. Aber plötzlich, Jahrtausende vor Christus, brach weltweit eine neue Modewelle aus. Alle Dolmen wurden astronomisch ausgerichtet. Allein im Gebiete des Golfes von Morbihan in der französischen Bretagne sind 135 von insgesamt 156 Dolmen auf die Sommer- oder Wintersonnenwende ausgerichtet. Später wuchsen die Dolmen zu regelrechten Panzerschränken heran. Und den Panzerschränken vertraute man Mitteilungen für die Zukunft an. Mitteilungen, die wir erst heute anfangen zu verstehen. Hinter mir, was aussieht wie ein Steinhaufen, ist ein Dolmen. Unter einem Dolmen versteht man bei uns auch ein Ganggrab. Obschon nie irgendetwas Totes in diesem Dolmen entdeckt wurde. Das Inselchen heißt Gavrinis, liegt in der französischen Bretagne. Der ganze Dolmen besteht aus insgesamt 52 Monolithen. Am Rande recht interessant, denn das Maya-Kalendersystem basiert auf dem 52-Jahre-Rhythmus. Bloß die Mayas lebten ein paar tausend Kilometer entfernt, jenseits des Atlantik. Hier also haben wir 52 Monolithen, die verbaut worden sind. Und über diese Monolithen legte man Tonnen von kleinen Steinen. Diese Steine ihrerseits sind abgedeckt worden durch Sand und Humus, sodass ein normaler, natürlicher Hügel entstanden ist. Erst 1832 wurde in dem Hügel drin das sogenannte Ganggrab entdeckt. Natürlich, die einheimischen Bretonen, die wussten zu allen Zeiten, dass das Ding künstlich ist. Und von den 52 verbauten Monolithen ist der größte Teil mit seltsamen Gravuren versehen. Sie sehen aus wie Fingerabdrücke, mehrere übereinander. Dann so etwas wie spitz zulaufende Äxte.
Und hinter all diesen Gravuren wurde in neuester Zeit eine mathematische Botschaft entdeckt. Wir zeigen sie Ihnen mit Hilfe eines Computers. Hier sehen Sie die Anordnung der Monolithen im Dolmen von Gavrini. Rechts und links die Wände, in der Mitte die Decke. Wir haben die Monolithen angefangen unten rechts durchnummeriert. Auffallend dabei ist der Stein Nummer 21. Er enthält eine kuriose Anordnung von Steinzeichen. Oben erkennen Sie drei. In derselben Kolonne erfolgen vier. Etwas weiter unten sind es fünf. Und in der letzten Kolonne sogar sechs dieser Steinbeile, wenn man so will. 3, 4, 5 und 6. Tut man die Zahlen zusammen, so ergibt das im Dezimalsystem 3456. Sie erinnern sich, es war der 21. Monolith. Teilen Sie die Zahl durch 21 und Sie erhalten 164,57. Genau das ist der Umfang des Steinkreises, der vor dem Inselchen Gavrinis unter dem Meeresspiegel liegt. Der Durchmesser dieses Steinkreises beträgt 52,38 Meter und, seltsam genug, auf genau 32 Grad und 38 Minuten liegt der südliche Azimut am Tag der Sommersonnenwende für Gavrinis. Es ist klar, dass bei der Teilung des Umfangs durch den Durchmesser die Zahl Pi, die berühmte 3,14, herauskommen muss. Aber sicher wird der Kritiker hier sofort einhacken und sagen, die Erbauer von Gavrinis, die haben doch nicht in Meter gemessen. Setzt man andere Zahlen als die Meterzahlen ein, meinetwegen irgendeine Zollbreite, so bleibt das Verhältnis dasselbe, auch wenn die Zahlenwerte anders lauten. Und, ob Zufall oder nicht, die 52,38 Meter entsprechen exakt 100 königlichen ägyptischen Ellen. Sie erinnern sich, insgesamt sind 52 Monolithen in Gavrinis verbaut worden. Der 21. Stein trägt das Zahlenmuster. 52 und 21 ergibt 73. Die ursprüngliche Zahl war doch 3456. Und die teilen wir jetzt durch die 73. Wir erhalten ein Resultat von 47,34. Zufälligerweise liegt das Inselchen Gavrinis exakt auf der geografischen Länge von 47 Grad und 34 Minuten. Das ist seltsam, im höchsten Grade erstaunlich. Denn es wird kaum so sein, dass vor Jahrtausenden in unseren Längengraden gezählt worden ist. Das Resultat ist trotzdem so. Die Geister wissen, wie dieses Mirakel, dieses Wunder möglich ist. Vielleicht hat eben doch vor Jahrtausenden jemand bereits in unserer Gradeinteilung gerechnet. Übrigens, man könnte die Zeichen auf den Monolithen auch als babylonische Zahlen in Keilschrift lesen. Und selbst im Ägyptischen würden die seltsamen Fingerabdrücke auf den Monolithen von Gavrinis ihren Sinn ergeben. Hier hätten wir die Zeichen für 10, 20 und 30. Unter der Fülle von Zeichen auf den Steinen von Gavrinis gibt es auch dieses büroklammerähnliche Gebilde. Auf Ägyptisch heißt das 100. Und wer denkt, die Zeichen seien doch nichts anderes als Dekoration oder Ornamentik, der rufe sich bitte die ägyptischen Hieroglyphen oder die chinesische Schrift in Erinnerung. Diese Zeichen sehen, weiß Gott, auch wie wunderbare Ornamentik aus und drücken sehr genaue Botschaften aus. Was Gavrinis betrifft, lässt sich leicht belegen, dass die Gravuren nicht nur Ornamentik und dumme Kraxelei waren, sondern eine absichtliche Botschaft. Es gibt nämlich auch Zeichen und Motive auf der Rückseite von Steinen. Die auf der Rückseite waren also völlig unwichtig, sie waren belanglos. Nicht aber diejenigen auf der Vorderseite. Oder andersherum ausgedrückt, welcher Bildhauer würde sich damit zufrieden geben, nur Bruchstücke seines Werkes zu zeigen? Es gibt nämlich Platten, die sind zersprungen in verschiedene Teile. Und die Teile sind an verschiedenen Orten verwendet worden, nämlich ein Bruchstück in Gavrini, ein anderes beim Dolmen d'Abel de Marchand. Die Ornamentik des Bildhauers war nicht das Entscheidende. Wichtig war die mathematische Botschaft von Gavrinis. Die
durfte niemals auseinandergeschnitten, nicht zerteilt werden. Die hatte als Ganzes zu bestehen. Irgendwelche künstlerischen Einritzungen hingegen waren derart unwichtig, dass sie sogar zerstückelt auch an anderen Orten zum Einsatz kamen. Welche Botschaften warten noch auf uns, wenn wir uns endlich dahinter machen, die gesamten Mitteilungen in der französischen Bretagne zu entziffern? Auf Gavrinis und auf die Menhir-Kolonnen der französischen Bretagne habe ich noch viele offene Fragen. Was bei allem Planeten wollten diese Megalithiker eigentlich? Was trieb sie? Woher stammte ihr mathematisch-geometrisches Wissen? Was für Instrumente verwendeten sie? Welche Vermessungsingenieure bestimmten die Fixpunkte in der unebenen Gegend? In was für Geländekarten übertrugen sie eigentlich ihre Berechnungen? Und in welchem Maßstab? Mit welchen Schnüren oder meinetwegen Spiegeln signalisierten sie sich die kilometerlangen geraden Strecken zu? Wie war der Lastentransport organisiert? Welche Seilart, wenn überhaupt, wurde benutzt? Wie funktionierten die Schwertransporte im Winter oder im Regen oder bei matschigem Untergrund? Mit welchen Werkzeugen wurden die monolithischen Platten maßgerecht zugeschnitten? Wurden für die Gesamtanlage ausschließlich Steine verwendet oder spielte ursprünglich ein zusätzliches Baumaterial eine wichtige Rolle? Ein Material wie vielleicht Metall, das sich über die Jahrtausende auflöste? Und wozu überhaupt Menhir-Kolonnen in unterschiedlichen Breiten, mit unterschiedlichen Reihen? Es sind nämlich mal 9, dann wieder 11 oder 13er Kolonnen. Was sollen die Steinovale am Anfang und am Ende von bestimmten Kolonnen? Wie wichtig war die Raumaufteilung, die Triangulationen innerhalb der größeren und kleineren Rechtecke und Dreiecke? Ja, und weshalb sind für das Spiel mit Steinen verschiedene Arten von Steinsetzungen angewandt worden? Mal Menhir-Kolonne, mal Halbkreis, mal Kreis, dann wieder Dolmen. Welche Gewichtung innerhalb der Gesamtanlage haben die einzelnen Steinsetzungen? Und ganz banale Fragen sind auch nicht beantwortet. Wie viele Arbeitskräfte wurden eingesetzt? Wo übernachteten die? Wo überwinterten die? Wo sind eigentlich die Rückstände, die Abfälle all dieser Tausender und Abertausender von Handwerker, die hier mitgeschuftet haben? Was für die französische Bretagne gilt, gilt genauso für Schottland, für Irland, für Newgrange, für die gewaltige Anlage, den größten und ältesten Dolmen der Welt überhaupt. Newgrange in Irland ist ein technisches Mirakel aus der Steinzeit. Erbaut von jenen Megalithikern, deren Motive wir bis heute nicht begriffen haben. Dieses Newgrange ist ein vermessungstechnisches Meisterwerk, ein astronomisches Lehrstück und ein Transportphänomen dazu. Die Existenz von Newgrange beweist, dass es vor über 5 Jahrtausenden Menschen gab, die recht viel von der Himmelsmechanik verstanden und zudem sehr viel von praktischer Bauarbeit. Lauter erstaunliche Dinge, die so nicht so recht in die stumpfe Steinzeit passen wollen. Und zudem müssen diese Megalithiker europaweit untereinander in Verbindung gestanden haben, denn ihre Symbolschrift wiederholt sich an vielen steinzeitlichen Bauwerken, tausende von Kilometern von Newgrange entfernt. Und dann Stonehenge im Süden Englands. Es wurde in 3 Etappen erbaut, die Jahrhunderte auseinanderliegen. Erstaunlich auch dies, denn damals gab es ja keine Schrift. Wie sind denn die Baupläne und Messdaten an die viel später bauenden Generationen überliefert worden? Stonehenge erwies sich inzwischen als Observatorium, als kosmische Sternwarte, mit denen sich ganze Ketten von astronomischen Voraussagen machen ließen. Nun, dass der steinzeitliche Mensch über den Jahreskalender Bescheid wissen wollte, ist ja noch einzusehen. Doch was nützen ihm die Bahndaten der Fixsterne, wie beispielsweise Capella, Castor, Pollux, Vega oder sogar Antares? Die alle sind von Stonehenge aus beobachtet worden. Was wollten sie eigentlich, diese Megalithiker?
Doch selbst im fernen Südamerika, hoch oben in den Anden, über der peruanischen Stadt Cusco, liegen megalithische Ungetüme, die wir nie verstanden haben. Nur noch in der Legende sind diese Monumente begreifbar. Es seien Bauwerke der Götter gewesen, sagt die Überlieferung. Und genauso sieht es auch aus. Und selbst im Tiefland von Mexiko, auf der Halbinsel Yucatan, dort bei der Stadt Villa Hermosa, werkelten die Menschen mit steinernen Mikado-Stäben. Simple Hütten können es weiß Gott nicht gewesen sein, denn die errichtete man bekannterweise aus Holz und Stroh. Und schließlich die Mittelmeerinsel Malta mit rund 30 megalithischen Bauwerken. Tempel nennt man sie heute, als ob der steinzeitliche Mensch nichts anderes im Kopf gehabt habe, als schwere Klötze herumzuschleppen und aufeinander zu türmen, um seine Gebete zum Himmel zu schicken. Dies ist der Tempel von Majaira, man nennt ihn auch der Sonnentempel. Und er erwies sich inzwischen als astronomischer Datumsmesser, erbaut von wissenschaftlich denkenden Wesen, die vor sage und schreibe 12.000 Jahren lebten. Sie haben uns eine Botschaft, eine Abituraufgabe hinterlassen, die wir bis heute nicht verstanden haben. Und selbst in Ägypten liegen die Spuren der megalithischen Meister. Hier in Abydos soll der Gott Osiris begraben liegen. Das Pseudograb von Osiris ist in seiner megalithischen Wucht noch größer, noch schwerer, noch gewaltiger als Stonehenge in England. Gott Osiris war einer der vom Himmel gestiegenen Lehrmeister. Nur die Spuren der gewaltigen Bauwerke verraten das technologische Know-how jener Lehrmeister. Der Wald der Fragezeichen wächst. Die Welt ist groß und unser Gehirn ist klein. Aber heute haben wir eine moderne Mathematik, eine moderne Geometrie, wir haben Computer zur Verfügung. Ich meine immer, es wäre eigentlich Zeit, diese modernen Hilfsmittel einzusetzen, um die uralten Rätsel zu lösen. Finden Sie nicht auch?